so mit der Lehne so runterziehen kann oder so, ist auch schon mal ziemlich gut. Aber naja, muss man halt mal schauen. So, hier sind wir. Ich zoome mal ein bisschen raus. Wir haben ja so ein bisschen jetzt ja noch Story gemacht und sind ja jetzt ja praktisch so ein bisschen, ich sag mal, geradewegs dabei auch wieder mal Story zu machen. Wir werden mal wieder unsere Dailies machen. Das ist natürlich dann mal wieder die große Sache, die wir natürlich zu Beginn mal wieder machen. Und das passt gar nicht in mein Setup. Okay, gut. Dann, du, ich kann das voll und ganz verstehen, Luna. Ja, so, wo haben wir denn jetzt hier... einer der Vieren ist es, ne? Sollte ich mal vielleicht mal dennoch mal auf... So, Ziel verfolgen sollte ich mal vielleicht mal machen. Ja, gerne. Gedanken im Wind. Teleportationspunkt. Teleportieren. Können wir ganz schnell machen. Na? So. Und ich lache dann auch, wenn die, die für Genshin gestimmt haben, ne, eventuellerweise dann auch noch bestimmt irgendwie sagen, hast du denn Genshin gespielt? Ich hab's nicht gesehen. Deswegen nehme ich ja auch, wie gesagt, die Spiele, die halt heute, also bis auf Jackbox Party Pack, werden nämlich heute auch noch aufgenommen. Also Genshin und Sims 4 definitiv. So. Godwin, was treibst du nur so lange? Hallo? Diese Stimme, wenn das nicht der Reisende ist. Mit dem Gott des Windes sei Dank. Seine Winde müssen dich hergebracht haben. Bitte höre dir an, was ich zu sagen habe. Also, mein Freund Godwin ist Ritter des Ordo Favonius und hat Mondstadt schon vor langer Zeit verlassen. Ich habe so lange nichts mehr von ihm gehört. Ich mache mir Sorgen um Godwin. Er muss gegen diese gemeinen Hiluche und den Orden des Abgrunds, von dem er mir erzählt hat, kämpfen. Was ist, wenn er verletzt ist? Außerdem ist er schon so lange fort. Vielleicht ist er ja längst auf seiner Mission einer hübscheren Dame begegnet. Oh, es tut mir leid. Ich rede immer zu viel. Meine Mutter sagt immer, dass der Löwenzahn die Gedanken der Menschen an weit entfernte Orte tragen kann. Löwenzahn. Deshalb bitte ich dich drum. Würdest du mir 3 Löwenzahnsamen auf dem Windstieg sammeln? Kein Problem. Danke dir. Möge der Gott des Windes dich segnen. So, jetzt müssen wir... Erstmal, genau. So, wieder aus Mondstadt raus. So. Dann wollen wir mal ein paar Löwenzähne sammeln. Ach. Hier müssen wir. Hier müssen wir. Oh, guck mal, das sind doch Löwen. Ist das nicht Löwenzahn? Ja. Ich finde 3 Löwenzahn-Samen, ne? Stimmt, hier irgendwo versteckt? Nee. Hier irgendwo versteckt? Nö. Hier ist recht nicht. Da hinten sehe ich was blinken. Das ist ein Champignon. Ist aber kein Löwenzahn. Man muss mit Wind auf die blauen Dinger draufhauen. Mit Wind? Oh, ich habe aber niemanden mehr mit Wind. Scheiße. Jetzt muss ich mal... Ne, nicht Freunde. Truppe. Muss ich jemanden mit Wind raussuchen? Der Traveler ist ja nicht mehr Wind, ne? Das ist halt das Problem. Wer ist denn hier Wind? Hult, ne? I want to help. Aber sie will helfen. Ist das denn Wind? So. Habe ich jetzt nur einen? Nee, das ist immer noch. Ist jetzt einer, ne? Oh, mach hin, ne? So. Mit dem Traveler bisher jetzt ja. Es dauert halt immer so, obwohl ich kann Kuh machen, ne? Oder? Ja, guck mal. Wie ist mit Kuh geht das auch? So, dann können wir jetzt wieder auf den Traveler wechseln. Aber gleich auch wieder auf. So.
So. Müssen sowieso gleich mal gucken, ob wir wieder genug Sachen eigentlich haben für Nahrung. Ist ja halt auch immer wieder wichtig. Wir haben Weg, ne? Wir sind ja einmal hier runtergesprungen. So. Du bist zurück. Hast du die Löwenzahnsamen gesammelt? Natürlich. Danke. Kannst du die Samen auf meine Handfläche legen? Ich sehe sie ja nicht und habe Angst, dass ich sie verliere. So, lege sie auf meine Handfläche. Erst dann kann ich sie fühlen. Ja, das sind genug. Ich möchte ihnen alles sagen, was sie an Godwin übermitteln sollen. Würdest du bitte deine Ohren zuhalten? Es geht nur mich und meinen Liebsten was an. Aber du wirst sicher auch schon so eine solche Erfahrung gemacht haben. Hihi. Nee, jetzt so. La, 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 la. Fertig. Bringe die Löwenzahnsamen jetzt bitte nach oben auf die Statue des Windgottes und lass sie von dort aus fliegen. Der Gott wird sich persönlich darum kümmern, sie an ihr Ziel zu bringen. Möge der Gott des Windes sie zu Godwin bringen. Okay. Klettere auf die Statue des Windgottes. Sind jetzt hier noch Vandalismus betreiben? Toll. Dann machen wir das. So, so, so. Dann etwa auch Wind, ne? Upsala. Ja, ich mit meinem nicht vorhandenen Genshin-Wissen. Mal wieder. Ne? So. Jetzt müssen wir wieder hier hochklettern, ne? Da oben müssen wir hin. Ja, dann wollen wir mal, ne? So. Sieht auch wieder mal so ein bisschen bescheuert. Na! Auch wieder mal so ein bisschen bescheuert aus, wenn da so ein. Ich hab mal wieder so eine richtig beschissene Kameraperspektive. Verstreuen. So. Sie müsste doch hier irgendwo sein. Wo ist sie denn? Aber wo finden sie schon? Wo ist sie denn? Aber wir müssen noch ein bisschen weiter. Ja. So. Bist du schon fertig? Ja, das ist gut. Dadurch können die Löwenzahnsamen weit fliegen. So bekommen sie Godwin vielleicht wirklich, damit er weiß, was ich ihm alles sagen will. Streck deine Hand aus, sodass ich sie berühren kann. Nimm das hier als ein kleines Dankeschön. Es gibt noch vieles, was ich Godwin sagen will. Vielleicht werde ich deine Hilfe später noch in Anspruch nehmen müssen. Und setz dich einfach hin, ne? Ja, ja, ja. Und ich hatte sie vorhin dabei. Hallo? You lead the way. Idiot. Hallo Don Pedro, Mahlzeit. Grüß dich. So, wo jetzt als nächstes hin? Ist ja auch nicht weit. Vernichte alle Monster. Achso, wir müssen wieder Monster vernichten. Ja, bevor wir das machen, ich wollte, wie gesagt, ganz kurz mal nachschauen bezüglich Futter. Sieht halt nämlich, glaube ich, ein bisschen... Ach, guck mal, ich habe ja Zucker wieder gemacht. Aber sehr wenig... Warte mal, haben wir so wenig? Wir haben echt so wenig? Schinken. Butter. Sahne, mysteriöse... Können wir ja mal zubereiten. Komm, machen wir mal zwei Stück. Lassen wir mal zwei Stück machen. Dauert auch nicht lange, ne? Mal Wurst, Konfitüre, Haarwürze, Konfitüre. Lecker Günfi. Was könnten wir machen? Oh, haben wir genug davon, ne? So. Perfekt. Das ist ganz zusätzlich, ist nice. Nochmal machen. Nochmal perfekt.
Ach komm, eins mal noch. Perfekt. So. Barbara kocht für uns. Beleben nicht. Wiederherstellen. Guck mal, da können wir von viel machen. Automatisch zubereiten. Ich würde mal sagen, Hälfte. Vor allem wegen den Pilzen, die wir wie immer wieder suchen müssen. Ne? Passt aber auch. So, was haben wir noch? Beleben, beleben. Wiederherstellung. Ah, brauchen wir ein bisschen mehr Zucker für. Na hier, guck mal. Rettich, Rettich. Rettichsuppe. Automatisch zubereiten. Oh Gott, guck mal. Mal gleich 20 Stück hiervon. Warum auch nicht? Meine Güte. Und natürlich Minzgötterspeise. Ah, da fehlt uns der Zucker. Das ist halt so ein bisschen fies. Das ist ein bisschen mies, dass uns der Zucker fehlt. Da müssen wir halt mal wieder... Was müssten wir eigentlich? Irgendwie eine Minze, ne? Irgendwie sowas war da. Das müssten wir irgendwie einsammeln, ne? Genau. So, kann ich eigentlich da auch irgendwie hin teleportieren, dass ich nicht so weit laufen muss? Guck mal. An der üblichen Stelle, wie immer, wenn es um die Daily-Missionen geht, ne? So. Mal schon gleich mal hier nachgucken. Ja, ich laufe in die falsche Richtung da hinten. So. Erstmal her, ein Arsch. Ein Fisch. So. Zum Gott sei Dank nicht ersoffen. Ah, genau, die brauche ich. Die brauche ich ja. Zuckerblume für Zucker. Das ist ja wichtig. Damit wir uns überhaupt Zucker herstellen können. So. Den Echsenschwanz nehmen wir auch mit. Dann starten wir mal, wa? Alter. Könnt ihr mal ausnahmsweise auch mal mit dem Traveler mal kämpfen? Ja. So. Hoppala, da gab es eine kleine Explosion. Ja. Aua. Da willst du halt einmal entsprechend. Immer dann, wenn ich am Wechseln bin, ey. Hallöle! Oh, den Pilz nehme ich mal mit. Sehr schön. Ist dann auch down? Nee, noch nicht. Jetzt aber. So. Wo sind die anderen? Kuckuck! Schon mal down. Glaube ich zumindest. Ah, ne. Ach, das ist eine neue. Wow! Schade, dass sie nicht. Oh, fall runter, fall runter, fall runter, fall runter, fall runter. Ah, der schützt sich jetzt so fies, ne? Oh nein. Alter, wie der rennen kann, ey. Dabei. Aua. Alter. Ja, scheiße. Hat die Purple verstanden? Smoke on the water. Dann, dann, dann. Nein, Gott. Sind ja nur noch die drei hier. Jetzt hat er sein scheiß Schild wieder. Ja. Oh, Apple. An Apple away keeps the Hulche away. Oder wie war das? Jetzt noch ihr beiden hier, ne? Wie blöd musst du eigentlich sein, deinen Kollegen da wegzuhauen, ne? So. Du hast alles du jetzt angestellt, wa?
Mission abgeschlossen. Ist drin, schade. Ich hatte ja eigentlich versucht, die ja irgendwie so anzulocken oder so in die Dingens zu schmeißen. Ne? Ja, stimmt, die ganzen Sachen für die Häuser, ne? Heiliger Frost. Ne? Wie kommen wir da eigentlich nochmal rein? Wie war das nochmal? Na egal. Weinzeit. So, wir haben ja hier den Kleinen hier. Ne? Der erstgeborene Feuerspringer. Ne? Und dann auch noch die Bum-Bum-Box. Und die Kanne der Vergänglichkeit, wo wir auch rein können. Genau, wir müssen die Kanne der Vergänglichkeit nehmen. So war das. So haben wir es hier, genau. Die Suppe. So. Dann, stimmt, ich wollte weiter gucken. Moment, müssen wir da hin. Okay. Ich sehe hier gerade aber auch so ein paar interessante Pflanzen. Lampenkraut. Für was? Für eine. Oh. Egal! Noch mehr Lampenkraut. Glaub, wenn ich die ins Wasser schmeiße, wenn das klappen sollte. Warte. So sieht es nämlich aus. So, wir müssen als nächstes hin. Ach, guck mal, direkt da in der Nähe. Volle Kraft voraus. Guck mal. Direkt dort in die Gegend. Why not? So. Wo müssen wir hin? Oh. Kristallschmetterling. Verdammt! Egal, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Mission zu erledigen. Ja. Erreiche dein Ziel innerhalb von 70 Sekunden. Noch mehr auch noch. Problem ist, ich kriege da wahrscheinlich keine zusätzliche Zeit mehr, wenn ich das so merke, ne? Scheiße, ich habe die angegriffen. Ich merke auch gerade voll, dass ich... So. Und jetzt? Ah, wir müssen da wieder weiter, okay. Irgendwie musst du halt zuerst mal Chance leveln, bevor du irgendwie in der Story weiterkommen kannst. Ja, eben. Ja, genau. Geht da hin, geht da hin. Genau, ja. Sehr schön. Geht ja schon weiter. Mission abgeschlossen. Okay. Oh, haben wir auch schon was bekommen. Ja, das weiß ich. Und ich muss ja halt das ja irgendwie schaffen, ne? Also, dass ich ja mal gegen den... Wie war es? Gegen den Baron gekämpft habe. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Da hinten? Na gut, ich teleportiere mich da zurück. Da muss ich ja dann ja auch, also das war ja wirklich ja ein Krampf, sag ich mal. Also bin ich ganz ehrlich, da muss ich selbst noch so einiges machen. Jetzt aber komm, jetzt schnapp ich dich. So. Ein paar Pilze hier.
Das ist kein Pilz, das ist Kieferzapfen. Kieferzapfen, Kiefernzapfen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gut, das hat funktioniert. Artefakte sammeln und leveln ist gerade eher das Ziel. Ja, eben. Na. So. Auch wieder Kiefernzapfen. Kiefernzapfen, Kugel rund und explosiv. Was ist da, Magazin? Don't push your luck. Alter. Let's light it up. Off we go. Na, stellen wir mal alles mal hier ein bisschen in Brand, ne? Schöne dabei ist, ausnahmsweise gab es eine Explosion, wo ich. Ah, ich hab's nicht hingekriegt, auszuweichen. Jetzt aber. Alter. Versuch ja immer als erstes die. Mehr. Den habe ich auch so platt gemacht. Ups. Ach, das Ding lebt ja noch. Nee, anders. Kann ich alles kaputt machen, ne? Ja, es kommen gleich noch mehr, also. Sollte die. Da sind schon die nächsten. Moment, das sind nicht die nächsten, das sind. Oh. Jetzt kommen die nächsten. Ach, guck mal. Alter. Upsala. Scheiße. Hallo. Ich hab doch Kuh geklickt. Eine Kuh. Scheiß Schild, ey. Ja, komm runter, komm. Komm. Oh, eine Schriftrolle. Alter. Teamwork is dreamwork. Freeze. Haut da richtig rein, ne? Da haut da richtig rein, du. So. Bam, 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 bam. Oh, yo. So. Mission complete. So. Ich würde aber jetzt erstmal. Hä, was? Wer geht mir jetzt wieder auf den Keks? Oha. Benny's Adventure Team, assemble! Ein guter Freund von mir hat sich die Coca-Cola Oreo. Geschichte gekauft. Es gibt ja von Coca-Cola und Oreo ja diese Combo, also diese Zusammenarbeit. Oh Gott, das habe ich Kiefernzapfen trotzdem eingesammelt. Egal. Da gibt es ja einmal ja die Kekse von Coca-Cola und Oreo und die Coca-Cola-Geschichte.
Und der sagt, er sagt, schmeckt ekelhaft. Gut, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es halt noch nicht getrunken. Auch noch gar nicht gesehen. Mit Punkten bei McDonald's, okay, interessant. Ja, von Mac ist für 200 Punkte. Ach so, die gibt's hier nicht zu kaufen, okay. Ich habe gedacht, die gibt's hier zu kaufen. Ne? Ich weiß, dass es sie in Amerika ja gibt. Ne? Ich habe da auch schon so ein paar Content-Creatoren, die ich ja auf Insta ja folge. Oder generell halt auch auf... die ich auf Instagram ja folge. Und auch auf YouTube, weil ich ja gerne Shorts dort auch angucke. Habe ich gesehen, dass... Ja, aber gut. Meckes hat die auch. Ah, okay. Ja gut, so oft wie ich in Meckes essen gehe, also es ist wirklich, es ist quasi wie so Feiertag einmal im Jahr. So ungefähr ist das geradewegs bei mir, was Meckes angeht. Jetzt mal, dass ich jetzt bei Meckes war, wann war das? Das ist gar nicht gut. Das ist schon so drei, vier, fünf Monate her. Komm hier, wir könnten ja... Kuckuck! Alter. Das ist jetzt hier aber gerade, da ging es jetzt auch gerade ein bisschen ab. Wo ist es? Da ist es! So. Natürlich kriege ich die Zuckerblume ebenfalls, mein Zuckerblümchen. So. Und den Rettich nehme ich natürlich hier auch wieder mit. Ist ja auch immer gut Food. So. Wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, was wir jetzt noch so an Story machen müssten. Das habe ich nämlich jetzt auch gerade nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass wir das letzte Mal ja wieder in Li Wei waren. Und da ja quasi nur halt uns Sachen vorgelesen haben und etc. pp. Ne? Also, ich habe zwar die Oreo geschmeckt, aber mich hat mal mehr an Rum erinnert. Oh Gott, an Rum? Ja gut, wenn mir schon so gesagt wird, schmeckt nicht, ne, lasset lieber, dann werde ich die mir auch, glaube ich, nicht holen. Ich bin ja sowieso ja auch geradewegs dabei, mich ja so ein bisschen von dem Zuckerkram zu verabschieden, also zumindest von Cola, Sprite und so. Es fällt mir ein bisschen schwer, gebe ich ganz offen ehrlich zu, aber, ja. Muss ich die mal aufholen. Hallo! Scheiße. Ich sollte doch mit... Alle... Oh, scheiße. Moment. Ich will hier wieder... Moment. Das war ich dann nur mit Kaya. Das wäre, glaube ich, auch besser. Okay, das ist sowas wie... so wie Cola Zero. Okay. Ja, gut. Aber man muss ja auch bedenken, bei den Zero-Produkten von Coca-Cola ist ja auch Süßstoff ja drin, ne? Und das ist ja, wie viele ja manchmal sagen, ist ein bisschen gefährlicher als der Zucker selbst. Noch gefährlicher. Ne? Also ich habe ja selbst ja auch immer Cola Zero getrunken und so, nachdem man mir das so gesagt hat. Kaya, ich wollte nicht... Na, ist egal. So, Wasserlilien nehmen wir natürlich auch mit. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Ist nichts. Okay. Hier war bestimmt halt eine Kiste, deswegen. Okay. Statt jetzt hier rüber zu schwimmen, sammle ich einfach weiter Pilze. Ah! Tu mal lieber die Möhrchen! Aber ohne Scheiße! Jawohl, komm. Bleiben dabei. Wir könnten ja alle mal irgendwie, ne? Moment. Ah, nee. Und jetzt hier, komm. Zack! Rot nicht, ja nicht.
Fuck, Coca-Cola, wir trinken Saft und Paulaner Spezi. Paulaner Spezi habe ich schon auch lange nicht mehr getrunken, obwohl ich auch schon mal immer wieder gesehen habe, dass die bei mir im Netto immer im Angebot waren. Was ich ja gestern bei mir im Discord gepostet habe, wenn wir schon hier bei Leckereien sind, bei Süßkram und so, ich habe mir gestern diese Toffifee White gekauft, ne? Also ihr kennt ja Toffifee, das sind ja diese schönen kleinen Dinger, wo ja eine Nuss drin ist, mit Schokolade, Karamell und so. Und die gibt es auch mit weißer Schokolade, die gibt es ja sonst mit Vollmilchschokolade. Und ich habe die mir jetzt ja mal mit weißer Schokolade geholt und die sind richtig lecker. Ich bin ja eher auch ein Fan von weißer Schokolade und hab da ja halt auch eher mehr Bock auf weiße Schokolade. Wollte die mal einfach mal probieren, die gab es jetzt bei mir im Netto. Die habe ich jetzt gekauft und ich muss sagen, schmecken eigentlich richtig lecker. Ne? Also, sind lecker. Oh, ein Seli. Nee, nicht ein Seli. Komm her! Ich will dich haben. Ich will dich. Okay, ich komme nicht an dir dran. Ich bin mal da hoch. Eventuell. Was ist denn jetzt? Mal weggeflogen. Oh, eine Kiste. Die Kiste habe ich gesehen. Ja, ist ein Miracle-Whip. So. Und die schmecken eigentlich richtig lecker. Die Toffifee White. Ne? Ah, hier waren wir vorhin. Also hier haben wir ja platt gemacht. Ne? Ah, Minze können wir mal mitnehmen, ne? Bräuchten wir wahrscheinlich auch. Für unsere Minz-Götterspeise. Ne? Ich mag Zartbitter am liebsten, weil... aber weiß ist auch voll gut. Ja, wie gesagt, weiße Schokolade, ich bin halt sehr, sehr großartig der Fan davon. Bei mir ist es halt genauso wie mit den normalen, so Billig-Chips halt, nicht so wie mit den Pringles, die halt in so einer, in so einer Verpackung, also die halt wirklich in so einer normalen Tütenverpackung sind. Ich kann nicht halt immer weiße Schokolade essen. Wenn ich zu viel weiße Schokolade esse, dann wird mir irgendwann schlecht. Ne? Deswegen, ich bin da halt auch etwas mehr wählerisch, sage ich mal. Und ich gehe dann halt auch eher darauf, dass ich dann lieber mal so die Abwechslung habe. Also ich würde mir am liebsten mal irgendwann mal wirklich mal so ein weißes Schokoladenpudding mal gerne mal machen. Ja. Weißt du, sagt, will von Süßkram und Zucker wegkommen und spricht von Pudding. Let's go find some treasure. Es geht alles. So. Ja. Erstmal gucke ich mal, was hier noch so los ist. Wir haben wieder mal eine Errungenschaft geschafft. Weltreisereihe 1. Guck mal. So, haben wir noch hier irgendwie was? Kann vielleicht sein, dass ich was vergessen habe. Das kann auch möglich sein. Nee, haben wir nicht. Gut. Community. Ich habe weiße Schokolade zum Trinken. Oh, das ist auch lecker, ne? Oh, das ist jetzt Webseite, ne? Ich sehe gerade... Das Lustige ist ja, ich bin ja geradewegs ja auch mit meinem Stream über Twitch angemeldet. Das ist ja kein Witz, ne? Und das Lustige dabei ist halt einfach, und das ist echt das Witzige, ich kriege ja... genau, das möchte ich nochmal gerade ganz kurz sagen. Für die gerade live zugucken, ihr habt nämlich die Möglichkeit, ein paar Sachen für Genshin zu bekommen. Also für die, sagen wir mal, ne... Da halt mal so ein bisschen was machen. Höhepunkte der Version, ja. Dauert jetzt auch wieder gefühlt eine halbe Stunde. So, dieses Getränk ist leer. Das heißt, springe ich mal zum normalen Getränk auf. 5.1. So. Weiß jemand, aber so gefährlich. Ja. Okay, nee. Ich wollte nicht... Webseite. So, haben wir wieder Ankündigungen. Olmas wird mich wahrscheinlich... Guck mal, das ist das... Habt ihr das gerade gesehen? Ne? Paimon stand gerade und die Kinder nebenan... Das Spiel ist verrückt. Erläuterungen. Okay. Aktualisierte Inhalte. Bekannte Probleme. Okay. Okay. Werkzeuge für 5.1. Ja, Paimon denkt, da wäre Essen drin. So. Sind das alle? Nee, da ist eine ganze Menge. Es ist wirklich schon lange her. So, was haben wir denn hier dann auch noch? Suche, Schatzsuche.
Okay, Abenteuerstufe 20. Abschließen des dritten Akts. Gibt auch wieder mal so ein paar Sachen, ne? Genau, so, Nachrichten. Haben wir wieder wahrscheinlich was bekommen. So sieht's aus. Einsammeln. Und was ist jetzt das, was ich gerade bekommen habe? Das möchte ich jetzt gerade mal ganz kurz mal wissen. Ah, nee. Kann ich ja nicht. Wie gesagt, Drops sind aktiviert für die, die Genshin spielen. Ihr könnt da gerne auch, wie gesagt, euch dann die ganze Sache einfach auch mal holen, ne? Wenn ihr Bock drauf habt. Besteht ja immer die Möglichkeit. So, jetzt gucke ich mal gerade, was wir dann hier noch so haben. Das können wir nicht machen, können wir nicht machen, können wir nicht machen. Weltauftrag, Shenyu Seelenjade, Guayong Tee des Adeptischen Berges. Okay. Müssen wir ein bisschen laufen, ne? Müssen wir ein bisschen laufen! Ist es wirklich da? Ist doch ein bisschen zu weit, oder nicht? Kapitel 1, Akt 4, hier. Sprich mit Catherine in Mondstadt. Okay, dann gehen wir wieder nach Mondstadt zurück, ne? Toll. So. Schön als Traveler. Ach ja, wir müssen da unten haben, genau. Stimmt, wir könnten noch andere Dinge mal halt machen, ne? Ah, dahin müssen wir. Catherine. Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? Meine Gefährten wären nett. Hmm, is that so? Sagen wir einfach mal das, meine. Apart from your own skills, reliable teammates are also indispensable when adventuring. Another person to count on is always good after all. But recruiting such dependable companions is no easy matter, is it? Yep, and it's even harder to get a guide as good as Paimon. Ah, yes. I do have some information that may be of help. Sie sehen den Traveler und Paimon und dann denken sie so, oh nein, Paimon, ich muss weg. There it is. There's been a certain blonde stranger who arrived in Mondstadt. Blonder Fremder. Dressed in most unusual clothes. Blonde. Dress is all funny. It feels like Paimon's heard this one before. Okay. Wait, do you mean... Does that stranger's face look anything like his? Hmm? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. Seriously? How does this have anything to do with Kaya? I can't just prove that you're related anyway. That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead. After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow adventurer's request. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Was ist die Grafik? Moment, ich muss mal gerade mal ganz kurz was machen. Mich irritiert das voll echt gerade, dass die Uhr so nicht so zentriert ist. Aber es liegt halt auch einfach daran, dass die Uhr halt, wenn ich sie jetzt noch kleiner mache, noch eingedrückter aussieht. Deswegen, ich kann sie leider auch von der Schrift her jetzt nicht ändern. Naja, lasse ich halt einfach so. Ist ja nur jetzt ein Countdown, der runtergeht. Ja, wenn es euch generell mal... Also egal, frage ich später. Please don't talk down on yourself like that. You are the honorary knight of the Knights of Favonius, after all. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even now. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. He stands guard at the city gate,
so he may know something about that stranger. I wish you every success, adventurer. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter. Wagner befindet sich... Frage Lawrence. Das ist... Ach, Lawrence. Willkommen in Mondstadt, Reisender. Womit kann ich dienen? Ja, Moment, warte mal. Frage Lawrence über den Fremdling. Das ist doch Lawrence. Oder gibt es noch einen anderen Lawrence? Ich glaube, ich habe... Gute, können stundenlang darüber philosophieren, aber der Großmeister darf davon nicht mitbekommen. Führen wir das Thema einfach beim nächsten Mal weiter. Tut mir leid. Warte mal. Wagner befindet sich gerade in der Handlung des Auftrags Minenabenteuer. Wait a minute. Ich muss also... Hä? Ich muss noch eine andere Quest machen, uff. Okay, ja, dann... Gut. Ach, deswegen, wenn ich auf V drücke, Minenabenteuer, okay. Ah, verdammt. Ah, wo war das denn da? Minenabenteuer, dann gehen wir da hin. Ja. Wagner. Der von der Pizza? Nein. Verflixt, unser Erz geht zur Neige. Kann ich dir ein paar Fragen zur Erzsuche stellen? Erz, was willst du schmieden? Waffen oder Rüstung? Wenn du nach Erz suchst, kann ich dir einige Orte empfehlen. Allerdings gibt es viele Arten von Erzen. Eisenbrocken sind am weitesten verbreitet. Danach kommen weiße Eisenbrocken und dann Brocken mit Kristall. Dann gibt es noch die magischen Brockenkristall, die von äußerst hoher Qualität sind. Damit lassen sich ausgezeichnete Gegenstände schmieden. Wie wäre es, wenn ich alle Adern auf deiner Karte markiere, die ich kenne? Dann kannst du das Erz selbst abbauen. Falls du die Standorte vergisst, kannst du dich noch einmal bei mir erkundigen. Aber du bist erst ein paar Mal dort gewesen. Kennst du sie wahrscheinlich wie deine Westentasche? Deins Life. Okay. So. Jetzt können wir. Honorary Knight. Is something the matter? Ehrenritter. Also ich bin auf der Suche nach einem Fremden mit einer Augenklappe. With an eye patch. Let me think. Oh yeah, I remember seeing someone like that. A blonde stranger dressed in unusual garb. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. So I decided to keep an eye on him for a while. Okay. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our outrider to pursue him by air. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual-looking person. That might be true, but if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. Der kleine junge Drache noch mal ein bisschen nach unten gehen, damit wir Paimon nicht angucken müssen. Ich weiß, ich ärgere Paimon gerne. Is all the more reason to not tell her, no? Anyways, oh yeah, he was at Wagner Smithy for a while before I tried telling him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Wagner. Maybe he has more news about our stranger. So. Frage Wagner über den Fremdling. Jetzt müssen wir immer hin und her laufen. Ja, super. Wagner, der von der Pit. Nein, halt. Why? You need something? Bin auf der Suche nach einem Fremdling mit einer Augenklappe. I remember him. He showed up a few days ago asking to buy a bunch of forging materials. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving.
I've heard that he can be found drinking at the Angel's Share. If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. The Angel's Share? Well, Master Diluc probably has his eye on that stranger too, then. Anyway, let's go to the Angel's Share and have a look. Frage Charles über den Fremdling. Charles? Prince of Wales. Ist jetzt der King. Ah, wir müssen in die Taverne. Gehen wir auch mal wieder rein nach Monaten. Da haben wir ihn. Können wir uns erst hinsetzen? Wollte eigentlich. So, Moment. Na gut, so. What will it be? Grape juice or apple cider? Beides. Hey Charles, have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. He comes here every night. Just to drink though. Doesn't order anything else. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master Diluc's opinion? Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Das Gefühl, bei ihm passt der Bart irgendwie nicht, als würde es so fake-mäßig aussehen, ne? So fakey-fake-Bart. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today, too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait, best to go to the second. Du wartest mit Paimon im ersten Stock. Ah, welcome, sir. The wine that you previously ordered is here. He's really here? Let's go downstairs and have a look. I can't give any delivery. That's better, right? Müssen wir raus? Okay. Ah, da. Moment, nein. Aha. Da! Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So wie bei Pokémon früher. Hallo, ich bin ein Abenteurer der Abenteurergilde. Man ist der gesprächig. Wie geht's dir? Ich bin ein Ehrenritter des Ordos Favonius. Wow. He's got no intention of paying us any mind, huh? Sieht aber nicht nach einer Augenklappe aus. Also ich bin ein Reisender. Ja. Why are you traveling? Auf der Suche nach einem verlorenen Verwandten. Ja, da war ja auch mal irgendwie was, ne? Well, that's as good a reason as any. Sit down over there, then. So, guess we've broken the ice. What a weird guy. That little one beside you. Ist das zu knabbern? Ja. Nein, ist mein bester Freund. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsleif. I suppose Dainsleif. You have some business with me? Dainsleif. Klingt wie Einsleif. Nein, Dainsleif. Sure. Hä? He was so cold just a moment before. Paimon's got a bad feeling about this. But I will require advance payment.
500 mora and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Na gut, 500 mora haben wir. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. Muss ich sie falsch? The answer to a question says nothing about right and wrong. Only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. You need only answer. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? I know everything that I should. Well, answer the question. Is that your answer? I see. Question number 2. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? So that's your answer? Mm-hmm. I see. Now for my final question. This world has people who gained visions, and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? So, this is your answer then. Yes, that's the question. I understand. It seems that you're different from her. Wie meinst du mit sie? I'll take that 500 mora. And now I also understand your views on this world. As we agreed, you may now commission me. That said, I only take commissions related to the Abyss Order. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss. Geschwisterchen, ne? Der Traveler hat gesagt, ein Verwandter, ne? Ja, ich habe in der Vergangenheit einige Abgrundmagier getroffen. Those creatures that serve the Abyss are the fangs and claws by which the Order spreads chaos in this world. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss Herald. An Abyss Herald? An even more twisted abyssal being, one that commands the Abyss Mages. Wenn ich es mir recht überlege, haben wir seit dem Ende des Vorfalls von Sturmschrecken nicht mehr. Oh, that's right. We've just been fighting against the Fatui and Liyue, who are human too. We haven't encountered the non-human. Dieses Ding einfach mal so in Paimon einfach ist, ne? Nicht dahinter steht, einfach in Paimon drinne. Seht ihr das? Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for a better time to ambush us or something. Uh-huh. We're super duper strong. It's just like hers. Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the leads I have on hand, the Abyss Order has re-infiltrated the Temple of the Falcon. Let's meet up at the temple. Perhaps your questions about the Abyss will be answered there. Okay. Interessant. Zum Tempel des Falken des Westens. Hallo, Moment, weil. Tschüss. Ja, ich bin beschäftigt. Ja, bla 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 bla. Ich will die Taverne verlassen. Ist, glaube ich, besser. Ist, glaube ich, viel besser. Aber naja, so. Zum Tempel des Falken des Westens. Ja, da hinten. Scheiße. Ich hätte gedacht, ich wäre nah dran. Mann!
Wird dann nur einmal nur Hähnchenfleisch haben. Menno. Einmal Hähnchenfleisch. Vernichte die Monster und rette verwegener Palat. Okay. Moment, was? This abandoned temple does bear some marks of the abyss. A falcon of the west. Though it can soar in the wind, it ultimately does naught but hover under the light of the gods. Hm? Oh, it's nothing. Let's head inside. Vogel. Einmal Döner mit alles scharf. Genau. So. Drittes Tempel des Falken. Tempel des Falken des Westens. Okay. Truppenstufe 46. Ja gut, komm. 60, 60, 40, 50. Ja, komm. Dann haben wir denn höher als 50. Ja, komm, hier nehmen wir. Ich müsste mal einige... Immer wieder mal Lisa mit. So, Herausforderung starten. Einmal Döner mit alles im Schaf. So. The scent of the abyss is getting stronger. It's not far now. Paimon wonders what the Abyss Heralds look like. Do they look something like the Abyss Mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. Schön in die Wand reingebackt. Diese immer Tod der Wiedergeburt. Großes Geflügel! Damit. War ich nicht eigentlich immer dabei, den... Moment, komm. Ah, Bennett ist ready. Mir ist das hier in der Ecke ein bisschen zu doof. Alter. So. Ah, ich sehe den da hinten schon. Der wird gleich auch noch platt gemacht. Schon fertig, ja, guck mal. So. So. Leider. Bam, erstmal alle hier gefroren, ey, what the fuck? Yo.
freeze. So. Adventure time. Ach, hui, meine Güte. Oh. Ich lass mal hier die ganzen. Hi, meine Güte. Wah. Oh, von wo kommt das auf einmal? Schön Weizen und. Nicht die Ballen eigentlich auch kaputt machen? Scheiße, danke schön für nichts. Toll. Catch the wind. Ah. Sehr gut. Wo ist er? So schwer tue, ne? Schon zum Kotzen. Moment. Der Traveler ist halt nicht auf einem gescheiten Level, ne? Das ist halt. Kleine. Hallo? Halle! Ah, der andere ist schon tot. Gut. Nee, das mach ich lieber nicht. Hallo. Alter, Geier schmiert mir gleich ab. Bisschen anstrengend, aber nun gut, ich habe das ganz gemütlich anstatt in einer gewissen Hektik jetzt gemacht. Kannst du mir mehr über den Orden des Abgrunds erzählen, ein paar von mal? The Abyss. Chaos and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. That is why even the Dragon of the East, a servant of a deity, was unable to resist its corrosive powers. And the creatures of the Abyss desire nothing less than the overthrow of a world ruled by the Archons. You seem to know a lot about the Abyss, Dane. Well, we do have some history. I suppose that's as far as chit-chat goes. We should head to Wolvendom. Judging by the traces I'm following, their next appearance may be within the territory of that old wolf. Perhaps we may find our Abyss Herald there. Ach, guck mal, Herausforderung bestanden. Dit ist ja fein. So, fein. So.
So. Und da war meine Befürchtung, wir würden das nicht schaffen. Naja. So. Geh zurück nach Wolfenlauf. Wolfenlauf? Nein. Okay. Eieiei, da müssen wir da hin. Sind alle fit? Lisa hat nur... Wir waren doch schon mal hier, ne? Stimmt. I remember. Wir waren heute schon mal hier. Genau. Dann gehen wir da mal hin. Ich muss gerade einfach mal was nachgucken. Schotzen mit... Ah ne, Zucker kann ich hier nicht machen. Stimmt. Schön die Geräusche vom von dem kleinen Drachen. Well, we're in Wolfendom now. Think Dean's waiting for us up ahead? We should meet up with him quick, in case the wolves decide they don't like him. Oh nee. Da sollten wir nicht hin. Lord of Wolvendom, great wolf king of the north, sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. Kennst du den Wolf? Kennst du diesen Wolf? No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once wanted to hear its story. All right, let's go see if that abyss herald has stopped by here. Hallo Daniel, grüß dich. Are you standing here? Dir geht's gut. Strange bonfire scene? Indeed. See that? Floating above the flames? It's an abyssal spell. Knowing what I do of the Order's habits, ja, mir geht's auch gut einigermaßen. Ready für den 12-Stunden-Stream, der jetzt seit gut eineinhalb Stunden läuft, sieht man unten, die Uhr läuft im Übrigen, das ist nicht die Uhrzeit, ne, die, wo man jetzt denken könnte, also es ist jetzt 13.36 Uhr. Da unten steht aber nur die Stunde und die Minute, das heißt, ne, wenn irgendwann wirklich in die letzte, sagen wir mal, in die letzte Stunde gehen, dann nicht wundern, dass da irgendwann 0.59 Uhr bis irgendwann 0.01 Uhr steht, ne? Also nicht wundern. Irgendwann wird dann sowieso das Jahr ausgeblendet sein, obwohl ich müsste da noch etwas, das habe ich nämlich vergessen, noch reinzusetzen. So. Weil ich habe das nämlich so eingestellt, dass man die Sekundenzahl nicht sehen kann. So. Dann muss ich jetzt dahin. Und heute jetzt ja Genshin zuerst. Dann gibt es eine kleine kurze Pinkelpause. Und dann gibt's Sims. Also noch für eine gute Stunde gibt's noch Genshin. So, jetzt dahin. Ach, du Jemini. Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kind of scary. Let's beat them up first. Wolfenlauf. Alter! Oh, der ist aber richtig aggressiv. So, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Da bist du. Freeze.
Boah, am nächsten. Unten? Da wo? Oh. Das Fleisch, meins. Die sehen halt nicht danach aus, ne? Nein. Oh. Doch? Guten Tag. Ups. Da war ja entsprechend was Explosives dabei. Aber ordentlich explosiv, ne? Hallo, greif den doch an. Alter. Ja, der geht ja aber auch wirklich ab hier. Macarena. Oh. Diesmal hat er mich aber nicht erwischen können. Ist auch jetzt down. Gut. Noch ein? Nein. Oh, da ist eine Kiste. Ja, das war die dümmste Idee aller Zeiten. Die dümmste Idee aller Zeiten. Ja. Dann muss ich auch nur die. Nein. Also. Und erstmal gegrillte Tomaten und so. Die sehen jetzt nicht so schlimm aus. So, eine Kartoffel. So, wo als nächstes? Da hinten. Gerade sagen. Wohin gehe ich? Wohin gehe ich? Im Übrigen, wer dazugekommen ist und gerne wissen möchte, wie der Plan aussieht, der steht nämlich im DerchoTV-Discord, was nämlich heute drankommt. Ich könnte das natürlich dann gleich noch in der Pause, wenn ich noch Lust und Laune dazu habe, das werde ich aber wahrscheinlich gleich dann auch noch machen, werde ich dann den Plan für den 12-Stunden-Stream, wie es heute ablaufen soll, glaube ich, gleich nochmal als eigenen Command gleich noch einfügen. Also, da lohnt sich der Discord-Link nicht, weil, ach, du Heiliger! Okay, Moment. Das wollte ich eigentlich nicht. Du Sechs. Alter. Erstmal schön grillen hier, das Eis. Kann man das eigentlich auch so machen? Ich muss einfach mal hin. Weiter. Hä? Ja, da hinten. Bennett war noch gerade ein bisschen am Brennen, aber nur ein bisschen. Guck mal. Ja, nichts super. Haben wir die Sachen vergessen mitzunehmen, ne? Dahin. Sprich mit Deins Life. Sind echt wirklich so wie Dein FM und Eins Live fusioniert.
lustig. Naja. Was ist denn jetzt? Da oben wieder. Jetzt live. Ja, Daniel, du kommst ja leider immer mit den Gags zu spät. Ich habe das schon auch einmal erwähnt, dass das sich so anhört. Have you finished searching? Ist leider so. Sorry. Ja, haben wir. I searched around these parts and found some signs myself. But they were left behind by abyss mages. And there was no deeper abyssal power to them. It seems that even an abyss herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf, it's his territorial nature. But now we're out of leads. Are we going to have to give up? Deswegen habe ich es ja auch gerade eben gesagt. Den Gag habe ich schon gebracht. Move on, then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. Muss man auch nicht nochmal so hinterher binsen. Geh zum Sturmschreckenruin. Wo ist das nochmal? Achso, da hinten. Stimmt. Ach, du Jemine. Gut, dass es da einen Teleportationspunkt gibt. Ich würde aber erstmal so zurückgehen, weil ich nämlich die Befürchtung habe, dass es eventuellerweise nochmal schön zu kämpfen kommen könnte. Scheiße. Na gut. Weg das Ding. Können wir eigentlich mal wieder? Nein, es fehlt noch einer. Mann. Ja. Gut. Und jetzt noch mal da hinten hin. Und dann geht es weiter. Ach, wie süß, ne? So, da. Scheiße. Wie zu den Sturmschreckenruinen. Stimmt, hier waren wir auch schon mal, ne? Ich glaube sogar mit Sephiroth zusammen. Ich weiß es gar nicht mehr. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's lair. But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. The first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt, the Dragon of the East had yet to fall, much less come to nest in this place. Huh? But Byron remembers that Dvalin first got in trouble hundreds of years ago. Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms. Let's go see what the situation is at those light actuators. Das müssen wir verfolgen, okay. Moment, was? Ach da! Komm her! Verdammt. Ist einfach verpufft! Einfach hat's Puff gemacht. Komm ich da überhaupt noch hin? Ich glaube. Ach ja, stimmt. Doch, ich komm da hin, ne? Ah, ich muss da hin. Okay. Das können wir uns ja ganz einfacher machen. Daniel, cool bleiben. Ich bitte dich drum. Und auch Don Pedro, bitte. Fangt jetzt nicht an zu streiten. Im Streit gibt es immer noch zwei. Besiege alle Gegner. Ich schnapp mir erstmal den Champignon. Komm ich da überhaupt hoch? Nee. Guten Tag! Oh, verdampfen, das ist. Ah! Was ist los, Luna? Ah, Bubble, ups. Bubbles! Nenn mich Bubbles, Darling! Oh, Lisa. Come a little closer. You're in. Don't be such a brute. Hey. Schlägst du eine Frau? Komm her.
Brustteil geht kaputt. Das finde ich schön. Ja. Staub. Ja, machen wir das mit Kaya. Mit Kaya kriegen wir das besser hin. Erstmal schön einfrieren. Nix, alles gut. Ach so. Nicht mehr in seiner Bubble. Ne? Ja, aber gut. Ach nein, oh wow! Oha! Alter, ich hätte ja gedacht, es wäre schon Schluss. Ist aber nicht. Scheiße. Ja, das Problem ist jetzt halt mit dem Feuer, ne? Gut, da muss ich wohl improvisieren. Bubbles, Darling. Gut, komm. Besser. Und hier du. Fuck. Ich muss mich beeilen. Eieieiei. You're in for a little wieder in der Bubble drin, scheiße. Oh Mann, wo ist. Fuck, wo ist mein. Oh Mann, ey, wo ist meine fucking Maus? Oh. Fick in der Hölle. So. Nee, das Problem ist, das Ding stört mich. Und immer, wenn er... So, jetzt reicht's mir. Wow! Scheiße! Mann! Ah, ficken, ey! Mann! Jetzt ist er auch wieder in seiner scheiß fucking Bubble drin, ey! Leck mich am Arsch, ey! Sorry für die Ausdrucksweise. Mann, mach doch! Reagier doch! Oh, kotzt mich da... mal ganz kurz mal Kaya wiederbeleben. Ja, guck mal, kriegst ein Spiegelei. Ich hatte heute gekochte Eier, kriegst heute ein Spiegelei. Hallo, kriegst heute ein Spiegelei. So. Uff. Immer nichts Großartiges. Scheiße, Kaya ist voll gefressen. Fuck you. Lisa, wann ist deine scheiß Attacke endlich mal voll? Oh. Scheiße, das wird nichts mehr. Ah, fuck you. Hier wirklich. Also jetzt aber, bam! Weil mich nerven die drei beiden hier. Und das klappt halt nicht, wenn die Scheiße hier durchgehen. Alter! Ja, ich habe gleich ein großes Problem. Und zwar nämlich gehen... Hallo, Nummer... Boah, ich muss mich gerade mal ganz kurz ein bisschen beruhigen. Hei.
Das ist so scheiße. Du Frostbite. Ah, ich weiß, alles gut. Ich weiß, ich muss mich halt selbst nur gerade beruhigen. So, jetzt ist die Scheiße weg. Jetzt kann ich angreifen. Alter, ging mir das so auf den Sack. Oh Mann. Jetzt hat er schon wieder gleich ein Schild, ne? War ja klar. Du musst auch noch. Die Spaghetti geht an. Oh Gott, Kai ist immer noch voll gefressen, ne? Kriege ich auch keinen Apfel reingehauen? Nein. Gut, das heißt, dann gibt es erstmal ein paar Problemskis. Alter, ich hab den einen noch nicht mal einmal angefasst, ey. Oh Gott sei Dank. So, jetzt nur noch er. Ey, kotzt mich das an. Wenn ich den von hinten so treffe, dann... Hallo, wird das noch besser jetzt? Man merkt wirklich, dass ich nur leveln muss. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. Still, I do believe that you will come across one eventually. No, you're right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Where are they now, anyway? Wo sind die jetzt? Eventuell nicht da, Paimon? No longer travels. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. Oh, is that how it is? Well, why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We camp out a lot when we travel. Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty. But Liyue's one-man restaurant is great, too. Either way, we should settle down in a place where there's good food. Ah, ist ein bisschen zu weit gegangen. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should
Hä? Ich spüre etwas Vertrautes an dieser Klippe. Ich habe auch einen Moment lang gespürt, als wir das letzte Mal hier waren. Feeling, you say. It could be someone you know well, or perhaps a monster. Whichever it is, we should see it for ourselves and thus see clearly. Oh oh, könnte jetzt vielleicht ein bisschen kritisch werden. Let's go. Wir müssen da hoch und dann da. Oh, Dame moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. Da hoch. Oh, nee. Ich will nicht. Oh. Scheiße. Ja, komm her, meine Güte. Terra Smash! Immunität, verdammt. This moment will be frozen in time. Absorbung, sehr schön. Ach, noch jemand. Okay, komm her. Schön runter. Dass das hier nicht auf Zeit geht, weil dann hätte ich ihn knallhart ignoriert. Wäre jetzt auch nicht so fein, ne? Danke für deinen Lurk, Daniel. So. Scheiße. Nochmal. Wir müssen da drin bleiben. Mann, jetzt können wir klettern. Denke ich mal zumindest. Doch, können wir. Wenn das als erstes hier ist. Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? Ist immer noch in der Nähe. It doesn't feel like there's anything around here. No monsters, no people, nothing. Indeed. Paralleluniversum, wo jemand den weiblichen Charakter spielt. My traveling companion brought me here on our previous journey. Hmm. So, Dane, what about you? What's your favorite place? Me? I no longer remember. I merely followed my traveling companion around on that journey. That's all there was to it. Mhm. Huh? Oh. Oh. A ruin guard's footprint. So. A ruin guard was wandering around here. Bevor wir ihnen folgen, würde ich mal ganz kurz ganz kurz auf Toilette gehen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Blase hat ein bisschen gedrückt. So, wollte halt noch nicht früher aufhören, deswegen jetzt dieses ganz kurze. Ich bin gleich wieder da. So, dann folgen wir ihn jetzt mal. No peace to be found. Even for a single dandelion. Geh und untersuche den Löwenzahn. Okay.
Oh oh. Oha. What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? You mean your sister? But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Hmm. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. As Oha. For why? Geht es jetzt mal einfach jetzt erstmal wirklich jetzt gerade mit ihm darum, was jetzt wirklich halt hier Sache ist, die verlorene Schwester zu finden? Oh Gott, jetzt fangen wieder an, die Booms-Accounts mich zu folgen auf Threads. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? At least you now know that she is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find her itself. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. Oh! Huh? You're leaving? Already? Only for now. Don't worry. We will meet again. After all, I did take 500 mora and those three answers you gave me. Okay. Abgeschlossen. Und Abenteuerstufe 33. Das ist doch mal schön. Und eine neue Errungenschaft. Was ist los? Was los? So, wo haben wir es hier? Ne, das ist weiße Jahreszeit. Da müssen wir ein bisschen nach oben. Da ist es. Ein neues Los. So, na guck mal. Da haben wir ja mal wieder ein bisschen was dazu bekommen. So, was haben wir denn sonst jetzt noch so? Haben wir denn noch irgendwie was zu Schlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten? Sieh den Heldentaten auf der Suche nach Büchern zu. Okay. Das können wir noch nicht machen. Ah, hier. Unfreiwilliges Opfer. Ziel verfolgen. Wo müssen wir hin? Oh, wir müssen wieder nach Liwei. Liwei. Dann mal auf. So, ich würde aber dennoch mal gucken, wo wir vielleicht eventuellerweise was kochen können. Nämlich hier, das sieht gut aus. So, Minzgötter, da haben wir jetzt auch noch nicht diese Anfragen immer, ne? So, was haben wir hier erhalten? Oh! Nochmal zu... Komm! So, und Zucker. Das können wir jetzt herstellen, ne? Nice. So, dauert aber ein bisschen. Minzgötterspeise. Was haben wir denn noch? Was hat uns denn eigentlich ja hier die... Was hat uns denn eigentlich nochmal so viel Dingens gegeben, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das war... Was war das? Ich weiß es schon gar nicht. Ja, drei Stück, das reicht nicht. Fisch ist auch zu wenig. Davon können wir ein bisschen was machen, aber das ist halt zu wenig. Auch zu wenig. Zu wenig aktuell. Wo machen wir dann das? Automatisch zubereiten. Ein Stück. So. Ah, können wir auch hier noch machen, ne? Hier ist so viel davon. Noch gar nicht mal gekocht. Na, na, na. Das sollte nicht sein. Noch genug Fleisch, also bitte. So, jetzt können wir es automatisch zubereiten.
Reicht erstmal. Die Spieße, ja, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Die Suppe können wir wieder machen, weil wir jetzt auch wieder ein bisschen Rettich haben. Mal sagen, 10 Stück. So, perfekt. Guck mal. So. Okay. So. Was ist eigentlich, wenn wir hier so. Ich würde gerne etwas mitnehmen. Was hat er? Was hast du denn so, Mao? Nee. Ach, guck mal hier. Die Spieße. Auflimit 5 Stück. So, sonst muss ich eigentlich nicht viel kaufen. Wir könnten auch hier Zucker kaufen. Wir könnten ja auch Fisch kaufen. Ne? Krebse können wir kaufen. Ah, hier, guck mal. Geflügelhäppchen. Kaufen. Minzsalat. Kristallgarnelen, okay. Stimmt, brauchen wir dann irgendwie etwas, was wir hier jetzt nicht kriegen, ne? Mal grad ganz kurz mal gucken. Erlernen. So. Natürlich brauche ich Garnelen, selbstverständlich. Das heißt, es wird ja nicht anders heißen, so. Garnelen auf großem Kartoffelbrett, okay. Das war jetzt das Neue hier, kalte Geflügelhäppchen. Ja. Nee, aber dafür bräuchten wir mehr Geflügel. Oh, sogar Fisch kriegen wir daraus. Nice. Okay, gut. Okay, so. Yes, yes. They have the audacity to go after anything. The seven dragons, gods. No ancient artifact that relates can escape their greedy ambitions. Still, this time is different. Who do they think they are going after the Abyss Order's treasures? Oh, Traveler, it's you. Huh? Wie sieht das an? Oh, Traveler, it's you. Ist ja das so. Nee. Hello. Hallo. We were just discussing the treasure hoarders. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the Abyss. It's just too evil. But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs. Intel? That two big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. Two big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. Oh, komischer Vogel. Große Schwester des Nordens. But who is Big Sis? You are correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Chefin. They say that the God of Thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the Gods. But that's probably just a wild rumor. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain grand Chefin und der komische Vogel. Grand Thief? That's quite an impressive sounding title. Oh, indeed. He is an extraordinary individual. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Genau wie die große legendäre Abenteurer. You met the living legend himself while you were in Mondstadt. Correct. The Grand Thief is someone just as renowned as him. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millilith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity. But anything related to the Abyss makes me feel like there is some unknown danger lurking beneath the surface.
So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Wenn ich schon mal hier bin. Thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. Nicht schlecht. So. Neuer Abschnitt. Teil zum Auftragsmenü. So, geh zu den Ruinen. Gut. Ja, können wir immer noch nicht. Hier haben wir auch noch was anderes. Hier haben wir auch noch Weltaufträge und noch so ein paar Sachen. Gut. Das ist jetzt... Oha. Oha, da oben. Ja, teleportieren wir uns da mal hin. Zumindest da in der Nähe. Aber da gehen wir nicht rein. Hoppala. So, müssten dahin, genau dahin. So. Zuckerblumen tue ich alles. Nein, nicht alles, aber es sind Zuckerblumen. Erkunde die Verlockung des Abgrundes. Truppenstufe 46 ist empfohlen. Ja, wen haben wir denn alles hier? Alle über 46. Stufe, natürlich, ne? Dann wollen wir mal. Tief aus. There are signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. Uiuiui, sieht das hier interessant aus. There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces really worked. Guten Tag! Schönes Wetter heute! Oh, natürlich mal wieder, warte mal. Try not to enjoy this too much. Come a little closer. Don't get frostbite. Freeze. Ha! Off we go. Ach, das ist eine Truhe. Guck mal. Kann ich die nicht weghauen? Doch, wollte gerade sagen. Kann ich doch hier weghauen? Hallo, nicht draufsteigen, weghauen. Danke. Ach, zumindest rohes Fleisch. Alter! So, ich wollte schon gerade sagen. Das Lustige ist halt einfach, ich... Na egal, na, guck mal, da rette ich. Ja! Mann! LOL!
Okay. Er ist schon wieder draufgegangen. Toll. Ja, kriegst du was Leckeres. Auch Fisch. So, reicht. Wieder eine Truhe. Okay. Oh, okay. Sequenz. Da ist jemand. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich kämpfen und es werde gleich hier wirklich wieder etwas. This looks like a person. Could it be the Grand Thief? Why is he in that position? Is he praying to something? So beten. Oh oh. That's... Why is the statue of the Seven hanging upside down? Upside down. Oh, doch, es ist eine Statue der Sieben. Aber auf dem Kopf? Orb, right? Ist mir gerade nicht aufgefallen. But this statue is holding. What is that? Paimon has a really bad feeling about this. And the Grand Thief hasn't moved an inch. Do you think schläft. Hello? Are you okay? Hello? Are you there? Aus den Ruinen. Ja, wie? Wohin? Scheiße. Ah, da. Oh nein. Scheiße. Ach, wenn wir hier... Oh mein Gott, das hat... Darauf habe ich gar nicht geachtet. Upsi. Moment, das muss ich ganz kurz noch... Das habe ich nicht gesehen. Das ist meine eigene Dummheit. Das habe ich nicht gesehen. Dafür muss jetzt halt dann natürlich jetzt, müssen jetzt Sachen draufgehen. Das geht so nicht. Das ist eigene Dummheit. Dafür müssen dann Sachen draufgehen. Ja, tut mir leid. So. Fuck it. Das ist wie Superball, ne? Oh nein. Oh nein. Nein! Scheiße. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh, haben wir Glück gehabt. Alter, wir brauchen hier eine sehr gute Ausdauer, ne? Moment. Was war nochmal Ausdauer? Stellt 80 Punkte der Ausdauer wieder her. Verteidigung, Verteidigung. Ja. So. Oh nein. Nein, 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 nein! Och Mann! Das gibt's doch nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Es ist doch... Alter, ist wie Superball. Links, rechts, links, rechts. Oh, knapper. Knapper ging's kaum, ne? Aber dafür 3-4 Versuche gebraucht? Naja. You cannot spy on
on the secrets of the Abyss. You come here. You have seen our secrets. Den Preis habe ich schon bezahlt, indem ich so blöd bin und vorhin dreimal runtergefallen bin. Scheiße. Abgrundbote. Oh Gott. Oh oh. Dane. Dainsleith. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsleith, that constant annoyance in our affairs. Did he send you here to die? His resistance against the Abyss has gone nowhere for a long time. Ich will nicht gegen ihn kämpfen, ich bin nicht ready. Obwohl es hieß, Truppenstufe 46, also... The Abyss is unstoppable. Oh nein, ich muss gegen ihn kämpfen. What is this power? Scheiße! Oha. Das ist schon mal gut. You're in for a little shock. Let's light it up. Alter. Yo, zieht er ab. Alter. Fuck it. Freeze. Ich muss Bennett heilen. Alter. Moment, da mach ich mal noch mal kurz was. Ich hab doch hier noch so ein paar... Nee, hab ich nicht. Scheiße. Doch, hab ich. Aha. So. So ein paar Sachen zum Aufheilen. Ist Bennett ready und so nämlich jetzt. What? This power. Schade, ich durfte ihn nicht komplett besiegen. Schade, schade. I see. So it's you. Obwohl ich nicht einmal den Traveler eingesetzt habe, ne? In that case, I shall stay here no longer. Oha. Er hat doch nicht mal gekämpft. Also der Traveler zumindest. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? Huh? Schien den Traveler zu kennen. What are you thinking about? Oh, right, yeah. Sollten wir hier lieber raus. Let's get out of this scary place before something even more dangerous shows up. Der Reisende und Paimon verlassen schnell die Ruinen. Da ist auch besser so. Wäre nämlich nicht toll. Aber wir haben dafür anscheinend... So, we meet again. A little sooner than I had expected. Okay. Hey, it's Dane! Judging by your expression, it seems you just experienced something quite strange. Could it be that you encountered an Abyss Herald in those ruins? Huh? How did you know that?
I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. Der Reisende, der Traveler erzählt Dane von der seltsamen Statue und so weiter und so fort. Statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss. Though I have had my suspicions. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? And then, as we got close to the exit, an Abyss Herald suddenly appeared and blocked our way! We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. Yes, this is a rare opportunity indeed. Come, let's catch up to it. Let's go! A rare opportunity? With Dane helping out, maybe we'll be able to solve more mysteries about the Abyss! Gut. Nach den Spuren des Ordens des Abgrunds. 505 Meter, also nicht weit entfernt. Ah, da direkt, okay. Teleportationspunkt, ja, gerne. Gerne teleportieren wir uns dahin. Das werden wir dann, glaube ich, noch machen und dann... Oh, nee. Oh, nee, okay. Guten Tag! Let's light it up! Don't see that coming. Teamwork is dreamwork! Das Gefühl, das Ding hier könnte gleich auch noch losgehen. Verdammt, ich hing da fest. Hallo! Dann hol ich dich als erstes jetzt mal weg. Alter! Alter! Ey, was soll der Scheiß? Bennett. Achte ich selbst noch nicht mal drauf, ne? So. Oh, den Pilz nehme ich mal mit. Sind wir beide nur noch da, Schätzelein? Weißt du Bescheid, wa? Digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. Oh, is that so? The traveler here seems like doing that a lot too. Looking for chaos devices, chaos circuits, you know. They wouldn't be searching for such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object to take back to the ruins. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the Abyss,
But I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, these Abyss Mages likely fear something else, much more than they do a painful interrogation. War das mit den Ruinen, was wir da gesehen haben, ist ja interessant. All right, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. So. So, das ist jetzt da hinten, okay. Ziemlich weit oben, ne? Ich würde aber dennoch erstmal dahin gehen zum Statue der Sieben. Und eventuellerweise erstmal wieder auffüllen. Also Energie. Ne? Ja. Und welcher Lehrer nehme ich hier? Komm. Wir kommen da schon irgendwie hin, denke ich mal zumindest. Und dann machen wir das noch und dann ist erstmal Schluss für heute. Mit Genshin. Wir müssen da jetzt hochklettern, entsprechend. Irgendwie müssen wir da rüberkommen. Oh, ein Seli. Das nehmen wir mal mit. Wenn wir es schon hier sehen, können wir es auch mitnehmen. Aber warum nicht, ne? Na komm her. Och, war ja klar. Erstmal hier ein bisschen mich verarschen hier, wa? Und tschüss. Hoppala. Frostbite. Dass der Seli da einfach wartet. Ah, ich hab ihn verarscht. Nach dem Motto, ne? So. Immer dran denken, mitnehmen. Schön lecker Minze. So. Direkt daneben. So, hier waren wir. Wo wollen wir wieder hin? So sieht's aus. Adventure Time. Ja, wir müssen da rüber. Wir müssen da hoch vor allem. Ja. Ziemlich hoch. Da, ja, kriegen wir hin. Ein bisschen klettern, gell? Und ein bisschen warten wegen unserer scheiß Ausdauer. Ich muss echt was an der Ausdauer machen, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, das geht. Das kann so nicht weitergehen. So, jetzt mal oben. Jetzt so, wir müssen dahin. So. Oh. Ernst? Really? Are you kidding me? Und tschüss. Verdammt. Stimmt. Freeze. Dodge this. Das setze ich jetzt nicht ein. Nicht jetzt so die paar HP da noch bei dem Ding ist. So, weiter. Da müssen wir hin. Genau, ich sehe es. Guten Tag. Oh nein.
Oh nein. Direkt, 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 direkt. Bam. Und sofort. Und den da. Und den dazu. Und den dazu. Alter. Warte mal, Lisa kann ich auch noch dazu hauen. Hallo. So, jetzt aber. Alter. Alter. Ey! Ich hasse euch dafür. Yo! What the fuck? Immer verliere ich meine Maus, ne? Weil sie angepinnt ist. So. Ich brauche ein bisschen was. Alle. Alter! Alter! Ich mach die als erstes Blatt hier, das reicht mir. Alter, Alter, Alter! Okay. Och man, der ist ja immer noch am... Mann! Gefallen und lernen treffen. Halama, halama am Arsch, du. Ich ignoriere den jetzt halt einfach. Oh, wo ist er? Toll, der ist da oben und ich kann. Wow! Ich kann ihn nicht bekämpfen. Alter! Ich kann ihn nicht bekämpfen. Muss ich mit Lisa wahrscheinlich machen. Alter! Alter, voll aggressiv, der. Diese dreckige Maschine. Yo! Yo! So kleine. Ich will noch nicht mit Beleidigungen anfangen. Alter. So. Freeze. Cool it. Yo! Dieser. Der Sohn. Der gibt aber. Alter. Der gibt aber richtig. Da muss ich wieder. He come a little closer. You're in for a little. Alter. Komm, 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 komm. Alter. Nein! Come a little closer. You're in for a little. Oh, das war aber jetzt wirklich gerade am Limit. Wow. Besides the Abyss Order, Ruin Guards sure are active around here. Das war aber gerade wirklich am Limit. Seems wherever we find an Abyss Mage hideout. There's often a bunch of Ruin Guards roaming around, too. Is that just a coincidence? Or... There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. Okay. Forget it.
Just some needless musings. Das sind nur ein paar Grübeleien, natürlich. Natürlich sind das nur ein paar Grübeleien, mehr ist das auch nicht. Genau. Genauso sehe ich das auch. Branches? Roots? What do you mean exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Kanria. Huh? Kanria? Kanria, okay. Speaking of Kanria, that's really a super ancient name. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Kanria was... Weil ich Erinnerungen an die Kanria habe. Memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But if you would like to tell me, I will listen. So, the Kanria you saw, what was it like? Der Traveler erzählt dein von dem Flammenmeer und so weiter. So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your sister from within that meteorite. It seems your sister woke up first. But the question is, how long before you? And then your sister told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Teyvat? The destruction of Kanria? She said that? That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. It seems the first time you awoke in this world was wahrscheinlich irgendwie durch einen Zeitstrahl nach vorne gekommen oder irgendwie sowas. So your sister must have understood this world better than you did, because she woke up first. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Kanria. But now, since you have come to gain some understanding of Teyvat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Kanria. Am I right? Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue, but you told Paimon they were useless. Bibi, so, Daniel. The whole time you were just trying to learn more about Kanria so you could find your sister? Oh, yeah. You can travel around the Seven Nations to find the Seven. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Kanria than both of you. Kanria was a nation without a god. Not because it zieht sich das a god doch ein bisschen in die Länge, them, but because it never die Zeiten können sich entsprechend... It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanria. The pride of humankind was uprooted and crushed. Like a weed removed from the garden of the gods. How could that be? The history books don't say anything about that.
Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Tja. Und diese Suche, meine Lieben, die setzen wir beim nächsten Mal fort. Ich werde aber trotzdem jetzt erstmal erstmal alle heilen. Und dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Nein. Dahin. So. Statue der 7. Statue anbieten. Geht das? Nein, geht nicht. Schade. Aber sehen. Na, guck mal. Gut, die sind auch noch nicht. Okay, so. An dieser Stelle würde ich dann halt mal einen Cut machen, aber bevor wir das machen, schauen wir mal. Oh, hallo. Schauen wir mal, was wir noch hier so holen können. Segen des Schmiedefeuers. Okay, Xyloin. Okay. Shiori. Und den haben wir noch. Qing, Mona und Himmelsgrad. Wie viel kann ich machen? Gut, nicht viele. Ja. Na komm. So viele wie ich machen kann, dann mache ich die und dann ist Schluss für heute. Ja, ein Schwert. Schwert der Dämmerung. Natürlich. Können wir nochmal? Natürlich können wir nochmal. Einmal können wir sogar noch, ich glaube sogar zweimal noch. Oha! Traveler from afar. Candace. You should rest here tonight. Nice. So, gut. Ich hätte an dieser Stelle jetzt auch aufhören können, ne? So, oder wen kriegen wir noch? Hallo, Bogen. Alte Scharfschützens. Gut. Ja, mich eh nicht. Aber wir können uns noch die Errungenschaften holen. Welt der Wunder. Da haben wir jetzt wieder ein paar gekriegt. Das ist auch sehr schön. So. Machen wir mal Schluss für heute. Zumindest was Genshin angeht. Und